Wieder eine Nachricht bekommen, die blende ich euch gleich ein. Es ist so krass. Also ich sage ja alles 100% ganz genau so, wie ich es meine und mache. Aber dann kriege ich die Nachricht, wie gerade vorhin, zeige ich euch gleich. Und ich weiß nicht, was ich noch anders machen soll. Ich sag doch 1:1 ganz, ganz genau, was ich machen würde. Was soll ich noch machen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Pass auf. Was ist schwieriger? Sich in irgendeinem Job hochzuarbeiten und damit niemals im Leben finanziell frei zu werden oder es zu lernen, wie man ein Produkt am Tag verkauft oder zwei und damit, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Euro im Monat verdienen. Was ist schwerer? Und dann kommen immer so Sachen, sag doch mal, wie du es machen würdest. Ja, sag doch mal. Ich sag das denen jeden Tag, seit Jahren, jeden Tag. Und dann verlinke ich immer das Webinar, wo ich es erkläre, wie das Geld sich entwertet, dass keiner irgendwas versteht von Finanzen, dass deswegen niemand frei ist. Dann biete ich noch kostenlos im Wert von 300 Euro persönliche Gespräche an, wo noch alles erklärt wird. Also... Das ist so geil. Was soll ich denn noch machen? Was soll ich noch machen, als alles zu erklären, kostenlos? Jeden Tag. Und dann kommt immer zurück. Ja, nee, aber, nee, Cecil, ja, sag doch jetzt endlich mal. Sag doch endlich mal, wie denn? Ja, so wie ich es jeden Tag sage. Ja, meine Freunde, früher, wenn es immer hieß so, ja, kannst die Menschen sowieso nicht retten, lass es einfach, hilft denen gar nicht, habe ich immer so gedacht, so, nein, das stimmt nicht, ich muss alle retten, ich muss denen das alles ganz genau erklären, weil natürlich wollen die das alle machen, alle wollen gerne frei sein, alle wollen das erreichen, ist doch klar, jeder will ein besseres Leben. Ich bin echt eines Besseren belehrt. 99% der Menschen wollen kein besseres Leben. Die wollen nicht mal auf einen Link klicken. Ich kriege jeden Tag 10-mal die Frage, ja Cecil, wie soll ich denn da zu dem Webinar kommen? Dann antworte ich immer mit dem Finger auf den Link klicken. 99% der Menschen wollen es nicht. Das ist es ja. Die wollen sich nicht mal kostenlos beraten lassen. Und deswegen, ich bin so stolz auf die, den über 30.000, denen ich schon geholfen habe. Nicht, weil die es geschafft haben, sondern weil die nur verstanden haben, dass die es wollen. Weil dann schafft man es auch. Hi, Emanuel. Hallo, Cecil. Der Enrico hier. Ich wollte mich bei euch beiden recht herzlich bedanken, dass ihr mir diese Türe geöffnet habt und dass ich Teil in eurem Team sein darf. Ich bin mega dankbar über das Glück, was ich mit meiner Familie jetzt haben darf, durch das Coaching von euch. Mein Leben hat sich komplett geändert. Ich habe den Entschluss getroffen, Deutschland zu verlassen. Ich wusste nicht wirklich, wie es finanziell weitergeht. Dank eures Coaching habe ich es geschafft, komplett unabhängig zu werden, mir ein neues Business aufzubauen, meiner Familie das zu geben, was sie glücklich macht, dass wir als Familie ein glückliches Leben führen können, ein gesundes Leben führen können, ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und ich danke euch mega dafür, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, dass ihr die Geduld hattet, mir das alles beizubringen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das alles umsetzen kann am Anfang. Und ja, ich habe es jetzt geschafft und das habe ich dank euch geschafft und
ich bin wirklich, wirklich richtig, richtig happy und mega dankbar, dass ich das alles umsetzen konnte mit eurer Hilfe und dass ich bei euch im Team dabei sein darf. Und für mich ist dein Coaching, Cecil, das Business-Prinzip, das Beste, was man machen kann, um ein selbstbestimmtes, freies Leben zu führen und letztendlich unabhängig zu sein und die Matrix zu verlassen. Ja, also danke dafür. Und wenn man wirklich ein unabhängiges Leben führen möchte und sich verändern will, dann kann ich nur sagen, ist das Business-Prinzip von euch beiden das beste Coaching, was man machen kann im deutschsprachigen Raum. Dankeschön dafür und ja, danke. Ciao.